Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zur Stufe 9. Wir nehmen jetzt einfach wieder den Hasen mit. Das ist nämlich irgendwie, weißt, ich würde da ganz gerne noch Tracker mitnehmen, damit ich diesen Necro-Freak da hinten, der zaubert da was und dann sind alle hier erst einmal voll cool am Start, unsterblich, ne? Den müssten wir irgendwie schnell und effektiv loswerden. Ich weiß bloß nicht, wie ohne Tracker. Ohne Tracker geht es nicht. Your soul is mine. Ja, das kann man schon so machen, aber will bringen wird es halt nicht, ne? Ja. Dann ist ja schon mal schön, dass der immer gleich nach hinten hupft und aufräumen will, aber der könnte halt auch wirklich einfach mal aufräumen, ne? Wow. Alter Schwede, ne? Ja, jetzt ist er doch, weißt du, jetzt haben wir dann endlich. Jetzt, wo der ganze, die ganze Gaudi vorne rum ist, ne? Ich weiß nicht, wie man den schnell und effektiv los wird. Warte mal, wenn hüpft der jetzt dahinter? Jetzt hüpft er dahinter. So, jetzt hört's auf. Dann gibt es erstmal Full Force auf den Kumpel da hinten. So. Das ist erstmal gar nichts. Vor die Ruhe gerade gewesen. Ruhe vor dem Sturm oder was? So, jetzt haben wir den auf jeden Fall schon mal los, ne? Jetzt wird es doch schon besser. So, jetzt haben wir dann bloß noch die Problematik in der letzten Runde mit dem Bossfight, ne? Das ist an und für sich nicht schwer, außer dass dieser Sensenmann, der Brüste hat. Warum der Sensenmann heißt. Na, zaubert er? Jetzt müssen wir warten. Jetzt ist er da hinten, das sieht man dann nämlich kaum, ne? So. Machen wir das erstmal so. Vorne oder hinten? Vorne. Your soul is mine. Genau. So, jetzt müssen wir bloß wieder abwarten, ne? Abwarten. Dann fängt er wieder das Zaubern an, der Depp. Wie lange will ich erst den da loswerden? Wird halt fast scheitern, ne? Siehst du, jetzt habe ich die Problematik, jetzt weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt greifen wir vorne an oder den komischen Sensenmann-Freak. Beides nervig. Ich greife den Sensenmann an. Ausgewichen, toll. Nein. Kann man den wenigstens stunnen jetzt? Nein, ich brauche erstmal Healing Powers. Healing. So, der weicht da anscheinend aus. So. Jetzt machen wir den da hinten platt. Und jetzt schalte ich auf Automatik um. Weil es wird mir so ein bisschen zu erotisch hier, ne? Hauptsache, wir haben jetzt da hinten schon mit dem komischen Necro-Freak los, ne? Alter, entweder es passiert jetzt ein Wunder, dass ich verliere, oder ich verliere einfach. Alter. Ich hab's geschafft, dass ich verloren hab, ne? Ja toll, jetzt kommt nochmal feindliche Verstärkung. Nein. Warte mal, der komische Turm, der kann irgendwas. Der kann irgendwas richtig Böses. Zumindest war der in einer anderen begrenzten Herausforderung richtig böse. Da war irgendwas mit seiner Fähigkeit, ne? Oder war das anderer Turm? Oh, fuck, Alter. Mir geht die scheiß Zeit aus, Alter. Nein! Guck mal, jetzt haben wir jetzt schützende Handschuhe, Bautempo, Produktionstempo, ah geil. Tja, dann bis morgen früh, da haben wir noch die letzte Stufe und die war, glaube ich, verdammt mäßig schwierig, ne? Tja, dann hab euch lieb, schönes Wochenende, kommt gut rein, schönen stressfreien Freitag, tschüss.